Und da ist es sicherlich auch ganz gut, wenn wir uns mal ein paar Beispiele dafür anschauen. Und wir fangen mal wieder mit unseren ganz simplen Lieblingsbeispielen an. Zuerst mal der eine Würfel. Ein Würfelwurf. Wir hatten uns schon überlegt, was Omega ist. Schlagen Sie mal vor, was P sein sollte. P muss jetzt ja eine Abbildung sein, wo ich hier oben irgendwelche Mengen einsetzen kann. Und da soll jeweils eine reelle Zahl rauskommen. Also hier steht irgendeine Menge. Und wie rechne ich dann die Zahl aus, die hier rauskommen soll? Beispiel. Was wäre damit zum Beispiel, was wäre nach diesem Modell die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine 1 oder eine 2 würfle? Die Mächtigkeit der Menge 1, 2 geteilt durch 6. Und diese Menge hat zwei Elemente, also ist das 2 Sechstel gleich 1 Drittel. Und das ist ja auch das, was wir uns vorstellen. Ne? Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine 1 oder eine 2 würfle, sollte 1 Drittel sein. Jetzt kurz mal checken, ob die Bedingungen, die wir haben, erfüllt sind. Dass hier immer nur Zahlen zwischen 0 und 1 rauskommen, ist, glaube ich, klar. Denn die Mächtigkeit kann ja höchstens 6 sein und ist mindestens 0. Also kommen hier Zahlen zwischen 1 und 0 raus, das ist klar. Die zweite Bedingung war, was ist P von Omega? Das ist, wenn wir das hier einsetzen, die Mächtigkeit von Omega geteilt durch 6. Und die Mächtigkeit von Omega ist ja zufällig gerade 6. Also kommt hier raus 6 Sechstel, also 1. Hier können wir also auch schon mal einen Haken dran machen. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie das mit der Disjunktheit ist. Und das will ich Ihnen einfach nur am Beispiel zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Menge habe, es wird eine 1 gewürfelt und das Ereignis habe, es wird eine 5 oder eine 6 gewürfelt und das vergleiche mit dem hier, dann soll das Gleiche rauskommen, sonst wäre es kein Wahrscheinlichkeitsmaß. Und das können wir mal überprüfen. Hier habe ich, die Mächtigkeit ist 1 geteilt durch 6. Hier habe ich eine Menge mit zwei Elementen, also hier ist die Mächtigkeit 2 geteilt durch 6, habe ich insgesamt 3 Sechstel. Und hier habe ich eine Menge mit drei Elementen geteilt durch 6 und da kommt natürlich beide mal dasselbe raus, was jeweils ein Halb ist oder eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das sieht ganz gut aus. Das ist das erste Beispiel und von diesem Typ werden wir gleich noch viel mehr sehen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, das sind die sogenannten Laplace-Räume. Die sehen eigentlich immer ähnlich aus. Aber vielleicht erst noch mal ein anderes Beispiel, damit das klar ist, dass das nicht immer so simpel ist. Wir nehmen jetzt mal nicht einfach nur eine Münze, sondern wir nehmen eine gezinkte Münze. Und haben als Ergebnismenge wieder Wappen und Zahl. Aber unsere Funktion sieht jetzt anders aus. Und zwar schreiben wir die Funktion diesmal so hin, dass wir einfach alle Werte angeben. Es gibt ja gar nicht so viele. Die Potenzmenge von Omega, die Menge der Ereignisse, besteht ja nur aus vier Mengen. Die leere Menge, Singleton W, Singleton Z und ganz Omega. Und zwei von den Werten stehen eh schon fest. Die Wahrscheinlichkeit für die leere Menge muss sowieso 0 sein. Die Wahrscheinlichkeit für Omega muss sowieso 1 sein. Das Einzige, was wir uns nur noch überlegen müssen, ist, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich Wappen werfe? Und was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich Zahl werfe? Und jetzt können Sie sich tatsächlich irgendwelche Zahlen hier aussuchen. Die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss, ist, dass die Summe dieser beiden Zahlen 1 ist. Denn sonst stimmt ja wieder unsere Bedingung 3 nicht. Also was ich zum Beispiel hinschreiben kann, ist, eine Münze, die nicht gezinkt ist, schreiben Sie es nicht mit, wäre, beide Wahrscheinlichkeiten sind 1/2. Das wäre ganz langweilig, so wie eben. Aber was auch möglich ist, und das wäre auch ein Modell, wenn ich vorher schon weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für Wappen ein kleines bisschen größer ist, weil da jemand vielleicht ein bisschen Blei reingelötet hat oder so in die Münze, dann könnte es zum Beispiel sein, dass die Wahrscheinlichkeit für Wappen, sagen wir mal, 61% ist. Und die Wahrscheinlichkeit für Zahlen muss dann natürlich, damit das alles stimmt, 39% sein. Also wenn Sie es als Bruch haben wollen, 61 Hundertstel, 39 Hundertstel.
Entscheidend ist, damit das wirklich ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, muss die Summe von diesen beiden 1 ergeben, weil ja die folgende Gleichung stimmen muss, unter anderem das plus das muss ja das hier sein, weil die Vereinigung dieser beiden Mengen Omega ist und das ist ja 1. Also die Summe dieser beiden muss 1 sein, stimmt hier auch. Ne? Das wäre auch ein relativ einfaches Beispiel für einen Wahrscheinlichkeitsraum. Wie gesagt, es kommt gleich noch ein etwas schwierigeres, aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, was da im Skript noch so steht, was aus diesen Forderungen, die wir da haben, über Wahrscheinlichkeitsmaße folgert, was man daraus folgern kann. Da stehen so ein paar Dinge, die ich vielleicht hier mal hinschreibe. Erstens steht da, die Wahrscheinlichkeit vom Komplement ist immer das. Das haben wir uns schon überlegt, da mache ich mal einen Haken dran. Genau das haben wir ja eben gerade durchgerechnet, dass das immer stimmen muss. Also die Wahrscheinlichkeit vom gegenteiligen Ereignis ist immer 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis. Auch hier, ja, das ist ja auch das gegenteilige Ereignis, also das ist klar. Hier, das soll das Komplement C sein. Das zweite ist, vielleicht scheint Ihnen das klar, aber muss man sich eigentlich auch nochmal überlegen. Ich habe da hingeschrieben, die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis ist immer 0. Das hatten wir zwar irgendwann zwischendurch mal gesagt, das wäre ganz schön zu haben, aber in unseren drei Forderungen steht das ja gar nicht dabei. Die drei Forderungen waren ja nur, die Zahlen müssen zwischen 0 und 1 liegen. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit vom Gesamtraum muss 1 sein und drittens, diese additive Eigenschaft. Aber das hier steht da ja nirgends. Ja? Aber das kann man natürlich folgern, indem man zum Beispiel das hier oben einsetzt. Also wenn ich das hier in die obere Gleichung einsetze, dann steht hier, die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist doch dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit des Komplementes von Omega. Die leere Menge ist ja das Komplement von der Gesamtmenge. Und das ist nach römisch 1, 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Omega. Und die Wahrscheinlichkeit von Omega, die ist ja geregelt, das steht ja in römisch 2, das muss ja immer 1 sein, also kommt hier 0 raus. Also das hier muss 0 sein, das ergibt sich zwangsläufig aus dem anderen, was da steht. Die dritte Eigenschaft ist vielleicht ganz schön, weil wir über das noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben gesprochen über Vereinigung, Durchschnitt, Disjunktheit, Komplemente und so weiter. Wir haben noch nicht über Teilmenge gesprochen. Wir haben zwei Ereignisse und das eine Ereignis ist eine Teilmenge vom anderen. Wie soll man das denn interpretieren? Hier steht zumindest, was dann rechnerisch dabei rauskommen muss. Hier steht, dann muss zwangsläufig rauskommen, dass die Wahrscheinlichkeit von B mindestens so groß ist wie die von A. Und das ist, wenn Sie mal so ein bisschen darüber nachdenken, intuitiv auch klar. B ist ja sozusagen das größere Ereignis. Das umfasst mehr mögliche Ergebnisse. Ja? Dies, zum Beispiel könnte es so sein, A ist das Ereignis beim Würfel, es wird eine 1 oder eine 2 gewürfelt. Und B könnte dann das Ereignis sein, es wird eine 1, 2 oder 4 gewürfelt. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Dass dann die Wahrscheinlichkeit von dem hier größer sein muss, ist irgendwie intuitiv, wollen wir das, dass sowas gilt. Und das Schöne ist, wir müssen das gar nicht mehr extra fordern, sondern wir können das direkt auch aus den Axiomen schließen, die wir da hingeschrieben haben, aus diesen Eigenschaften römisch 1, 2 und 3. Man muss sich nur überlegen, wie man das am besten hinbekommen kann. Und der Trick ist, dass man sich überlegt, was ist denn B? Also vielleicht mache ich da mal ein Bild hin. Wenn A eine Teilmenge von B ist, dann ist das ja so, B ist diese Menge hier außen und A ist die Menge hier drin. A ist eine Teilmenge von B. Und dann kann ich die Menge B in zwei Teile zerlegen. Ich kann B zerlegen einmal in A und zweitens in den Rest, B ohne A. Dann habe ich das in zwei disjunkte Teile zerlegt. Mache ich das mal. Also B ist, so wie ich es hier hingemalt habe, A vereinigt mit der Menge B ohne A. A ist der blaue Teil. Das ist der grüne Teil in dem Bild. Und, wie Sie natürlich sehen, diese beiden Mengen sind disjunkt. Die haben nichts gemeinsam. Das heißt, auf diese beiden Mengen kann ich unser Rechengesetz mit der Addition anwenden.
das muss ich jetzt einfach mal hinschreiben, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für B ist dasselbe, B ist ja diese Menge, steht ja da oben, wie die Wahrscheinlichkeit für diese Menge hier. Und das, weil die beiden Mengen disjunkt sind, kann ich nach unserer Rechenregel auseinanderziehen. Und jetzt habe ich hier stehen, die Wahrscheinlichkeit für B ist die Wahrscheinlichkeit für A plus noch was dazu. Und es ist völlig egal, was das ist. Auf jeden Fall kann B dann nicht, die Wahrscheinlichkeit für B nicht kleiner als die Wahrscheinlichkeit für A sein, weil ja hier noch was dazugezählt wird. Und mehr steht hier ja gar nicht. Hier steht ja nur, dass die Wahrscheinlichkeit für B auf jeden Fall mindestens so groß wie die Wahrscheinlichkeit von A ist. Und wenn Sie sich das hier angucken, ist das logisch, dass das so sein muss, weil ja noch was dazukommt. Ja? Mindestens 0 kommt dazu. Vielleicht sogar mehr. Ja, und letzte Sache noch. Will ich nur mal ganz kurz gesagt haben, können Sie sich selbst überlegen, das ist das alte Inklusions-Exklusions-Prinzip. Ganz am Anfang hatten wir uns mal überlegt, was ist denn die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B, wenn die beiden Mengen nicht disjunkt sind. Und da hatte ich Ihnen ja ein Beispiel gezeigt, dass das nicht einfach die Summe der beiden Wahrscheinlichkeiten ist. Was es ist, ist die Summe der beiden Wahrscheinlichkeiten, aber eben nicht ganz. Ich muss nämlich die Wahrscheinlichkeit hiervon abziehen. Und wenn Sie sich entsinnen, im letzten Semester in der Kombinatorik an das Inklusions-Exklusions-Prinzip, ist das genau das, was wir da gemacht haben. Wir haben sozusagen das, was wir doppelt gezählt haben, wieder abgezogen. Dass das hier stimmt, liegt auch wieder an nichts weiterem als an der disjunkten Vereinigung von drei Mengen. Und hier steht ein Komplement. Aber ich will das jetzt nicht nochmal alles vorrechnen. Ich glaube, das bringt nichts. Ist aber vielleicht eine gute Idee, sich das zu Hause nochmal selbst zu überlegen, warum das so ist. So, und jetzt zum Abschluss nochmal das Beispiel, was ich Ihnen versprochen hatte, was ein bisschen komplizierter ist, um sich mal klarzumachen, dass diese komische Rechenregel mit der unendlichen Summe wirklich einen Sinn ergeben könnte, dass man für kompliziertere Modelle sowas braucht. Und zwar nehmen wir jetzt folgendes Modell. Wir nehmen eine Münze, die ist jetzt auch mal nicht gezinkt, und wir werfen diese Münze so lange, bis Wappen kommt oder bis Zahl kommt, eins von beiden. Es ist, glaube ich, klar, wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, dass man hier mit so einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum nicht auskommen kann, weil wir ja nicht wissen, wie lange wir werfen müssen. Ja? Es kann natürlich, es ist relativ wahrscheinlich von unserem Gefühl her, dass nach ein paar Würfen irgendwann mal das kommt, worauf wir warten, aber wir wissen nicht, wie lange wir warten müssen. Es kann sein, dass die Münze einen besonders schlechten Tag hat und wir müssen 100 Mal werfen oder vielleicht müssen wir 1000 Mal werfen oder so. Also wenn wir jetzt so einen Raum nehmen, wie zum Beispiel zwei Elemente hoch 100, dann können wir da nur Experimente beschreiben mit bis zu 100 Würfen. Wenn aber dummerweise wir 105 Würfe brauchen, passt das in unsere Ergebnismenge nicht mehr rein. Also muss unsere Ergebnismenge irgendwie anders aussehen. Ich schreibe erstmal hin. Münze so oft werfen, bis Zahl kommt. So, was könnte man da als Ergebnismenge nehmen? Das heißt, die folgende Menge, 1, 2, 3 und so weiter. Und das ist einfach folgendermaßen gemeint, 3 soll zum Beispiel das Ergebnis sein, ich brauche 3 Würfe, bis zum ersten Mal Zahl kommt. Das heißt, ich brauche einen Wurf. Ja? Also dies hier bedeutet zum Beispiel 3 Würfe. Was wir jetzt natürlich haben, ist ein Wahrscheinlichkeitsraum, in dem jedes Ergebnis eine andere Wahrscheinlichkeit hat. Wir fangen mal langsam an. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich einmal werfen muss? Was würden Sie sagen, was da eine sinnvolle Wahrscheinlichkeit ist? 50%, ne? Ich schreibe mal 1,5 hin. Und was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich zweimal werfen muss? Ja, 25%. Vielleicht sollte ich das nochmal ein bisschen begründen, wenn das nicht allen klar ist. Wenn ich zweimal werfe, dann können die folgenden Dinge passieren. Ich werfe Wappen, Wappen, ich werfe Wappen, Zahl, ich werfe Zahl, Wappen oder ich werfe Zahl, Zahl. Ja? Und wir hatten gesagt, wir werfen so oft, bis Zahl kommt.
Welcher von den Fällen hier ist denn gut? Dieser Fall ist gut, weil beim zweiten Wurf Zahl kommt. Dieser Fall ist nicht gut, weil Zahl gar nicht geworfen wird. Diese beiden Fälle sind auch nicht gut, weil die nämlich hiermit schon abgedeckt sind. Das Ereignis 2 tritt ja nur ein, wenn beim zweiten Wurf erst die Zahl kommt. Also von 4 möglichen Fällen, die nach unserer Vorstellung alle gleich wahrscheinlich sind, ist nur einer der richtige. Darum ist es logisch, dass hier als Wahrscheinlichkeit 25% oder ein Viertel rauskommt. Ja? Und mit der gleichen Überlegung können Sie auch eine Antwort geben darauf, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ich genau dreimal werfen muss. Das muss dann ein Achtel sein, ne? Können Sie auch wieder überlegen, indem Sie mal alle Möglichkeiten für 3 Würfe aufschreiben. Sie werden sehen, dass das insgesamt 8 Möglichkeiten sind. Ein Teil der Fälle ist vorher schon abgearbeitet worden. Und von diesen 8 Fällen bleibt im Endeffekt nur einer übrig, nämlich der Fall Wappen, Wappen, Zahl. Einer von 8, also ist die Wahrscheinlichkeit ein Achtel. Und das bedeutet natürlich, hier sehen Sie ja sofort, Sie haben ja inzwischen Übung da drin, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich genau n mal werfen muss, ist 1 durch 2 hoch n. Ja? So, und jetzt machen wir mal schnell eine Probe, ob das wirklich ein, ich habe das jetzt bisher ja erstmal nur hingeschrieben, ist das wirklich ein Wahrscheinlichkeitsraum? Wir rechnen mal aus, was denn die Wahrscheinlichkeit für das hier ist. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit von dem Ding hier. Und dieses Ding besteht ja, die kann ich ja zusammenbauen aus diesen Mengen. Lauter kleine Singletons, die alle paarweise disjunkt sind. Also wenn das wirklich ein Wahrscheinlichkeitsraum ist, dann müsste hier rauskommen die Wahrscheinlichkeit von i gleich 1 bis unendlich. Und hier steht jeweils die Wahrscheinlichkeit für dieses Einzelereignis hier. Also dafür, dass beim i-ten Wurf erst Wappen kommt. Und das ist und das wissen Sie ja inzwischen, was da rauskommt. Ne? Das ist die geometrische Reihe, die hier steht. Wenn die bei 0 anfangen würde, würde 2 rauskommen, weil sie aber bei 1 anfängt, kommt 1 raus. Hier kommt 1 raus und da sollte ja auch 1 rauskommen, denn die Wahrscheinlichkeit von Omega soll ja 1 sein. Also hier ist es durchaus sinnvoll, mit unendlich vielen Ergebnissen zu rechnen, weil man anders das nicht vernünftig darstellen kann. Da müsste man immer irgendwelche Einschränkungen machen.